Wir haben heute den 5. Juni 2024 um 20 nach 6. Warum wurde der 45. Präsident der Vereinigten Staaten ausgelöscht? Donald Trump hat am 3.6.2024 um 7:58 Uhr die Erde für immer verlassen. Er gehörte zu den Bösen des Rituals vor 60.000 Jahren. In diesem bösen damaligen Ritual wurden mir zusätzlich zu all den anderen Grausamkeiten auch schwarzmagisch meine Erinnerungen genommen. Meine ursprüngliche Seelenliebe blieb erhalten, aber sie wurde vermischt mit dem bösen Ritual zum positiven Gründungsritual für die Welt verdreht. Bevor meine Erinnerungen vollständig zurückkehrten, meinte ich daher, dass die Menschheit in Indien mit diesem Ritual und den dazugehörigen Gründerseelen begonnen hatte. Obwohl die nur sehr vagen Erinnerungen dennoch ausgesprochen düster und dunkel waren, ging ich zunächst von liebevoll positiven Gründerseelen aus. Unabhängig davon, dass ich Donald Trump noch nicht als böse wiedererkannt hatte, sollte ich in 2020 Kontakt zu ihm aufnehmen, um ihm eine letzte Chance zur Umkehr ins Gute zu geben. Per Kontaktformular www.whitehouse.gov/kontakt schrieb ich ihm am 8.4.2020: Dear Mr. Trump, please read this with your soul, so that I can reach you. As President of the United States, it is not easy to contact you, especially when I have nothing to do with politics at all. That is why I was very much surprised when I dreamed the first time of you a few years ago. I have never dreamed of politicians before. What would I have to do with the President of the United States? Yesterday, I was sent a conspiracy theory video that I should look at and in which you were mentioned. This brought you to my mind. In the night, I once again dreamt in positive form of you. In the morning, then, I felt all my soul love for you because I remember you. You are one of the founder souls of this world, and we had much to do with each other in former lives. Most of my website isn't translated into English yet, but I hope that the following page can touch your soul and bring back your memories. NewAgeEnlightenment.com, Halftime of Evolution. I would be very happy if you answer me. Yours, Eileen de Shamaya. Inwieweit Donald Trump meine Nachricht persönlich erhalten hat, spielt keine Rolle, weil sie energetisch bei ihm angekommen ist. Die muss sowieso etwas, auch für mich zunächst manchmal unkonkret, schon über Jahre hinweg anbahnt, verdeutlicht meine vorherige Facebook-Nachricht an Ludmilla, meine ehemalige Gruppe. Liebe Ludmilla, vielen Dank für dein Video gestern, welches ich mir wegen eines tieferen Sinnes anschauen sollte. In der Nacht habe ich dann erneut von Trump geträumt. Heute Morgen bin ich von tiefer Seelenliebe für ihn erfüllt, weil wir uns schon so unglaublich lange kennen. Er ist eine von den Gründerseelen. Smiley. Welche Bedeutung hat das für mich bzw. uns? Das weiß ich auch noch nicht. Nur, dass ich jetzt, wie im ersten Traum vor wenigen Jahren angekündigt, Kontakt zu ihm aufnehmen soll. Liebe Grüße, eure Eileen. Die Seelenliebe hat mich mit allen bösen Menschen verbunden, im Irdischen wurde aber ein grausames Gegenteil gelebt. Die brutalen Einzelheiten mit Donald Trump möchte ich euch ersparen, aber sein Verbrechen war um ein Vielfaches größer als das, wofür er jetzt aktuell in diesem Leben zu Recht verurteilt wurde. Er erhielt die absolute Todesstrafe, Auslöschung.